Wir betrachten in der Dunkelfeldmikroskopie das vitale Blut und schauen eben nach Funktion und Fähigkeit der Zelle. Wir schauen nach dem Milieu des Blutes und nach der Qualität sowie eben auch auf die Übersäuerung des Blutes vorliegt. Also es ist einfach so, wenn ich die Ernährung stelle, ob jetzt vegetarisch, vegan oder als Rohköstler, dann muss ich mir wirklich im Klaren darüber sein, wie ich bestimmte Stoffe in meine Ernährung einbaue, die der Körper nicht selber herstellt. Also es gibt einfach essentielle Aminosäuren und die müssen zugeführt werden. Und wenn ich das über die vegane Ernährung oder gerade bei den Rohköstlern nicht auf dem Tisch oder auf dem Teller habe, muss ich es zuführen. Und ich sehe tagtäglich, gerade in dieser Ernährungsform, dass ich da auch einen Mangel gerade an Vitamin B6, B12 und auch an Eisen einschleiche. Durch die Entsäuerung und natürlich auch durch die Entgiftung kommt es einfach im Organismus auch zu einer Umstrukturierung, die sich auch energetisch auf der Informationsebene, in der Kommunikation des Patienten und auch in dem Wohlfühlen des Patienten wiederfinden. In diese Infopathie wird dann speziell für den Patienten individuell verschiedene Frequenzen, die er dann benötigt, um seine Belastungen loszuwerden, werden programmiert und implementiert.